Hier zeige ich, wie man den Express-LRS-Empfänger auf dem Meteor 65 oder dem Meteor 75 mit neuen Express-LRS-Firmware bespielen kann. Dazu verwende ich den Flugcontroller aus dem Meteor. Ich habe hier einen S-Flugcontroller, der einen Express-LRS-Empfänger hat. Und das Besondere ist hier Serial-Express-LRS. Das heißt, der Empfänger hat eine eigene WLAN-Antenne und ist getrennt von dem Flugcontroller, sodass ich den über WLAN aktualisieren kann. Also kann ich hier jede Express-LRS-Version aufspielen, zum Beispiel die 2.5.1 oder die neue 3.0.1. Also versuchen wir mal das. Ich schließe den Flugcontroller per USB an, die LED blinken. Ich warte, bis sich der WLAN-Modus aktiviert und die LED schnell blinkt. Wie man sieht, blinkt jetzt hier die LED ganz schnell, also der WLAN-Modus ist aktiv und ich kann jetzt am PC über WLAN hier meinen Express-LRS-Empfänger aktualisieren. Ich habe hier den Express-LRS-Konfigurator 153. Ich installiere zuerst die Version 2.5.1 auf meinen Express-LRS-Empfänger, wähle hier Beta-FPV und das All-in-One-Board und kann jetzt hier auf Erstellen klicken. Nach circa einer Minute wurde die Firmware erstellt. Ich kopiere mir die Datei auf meinen Desktop. Bei WLAN-Netzwerken finde ich mein Express-LRS-RX-Netzwerk. Ich gehe auf die Seite 10.0.0.1. Hier sehe ich, dass ich die Version 2.4.0 habe. Wähle die Datei aus, die ich auf dem Desktop abgelegt habe. Über Update wird die hochgeladen und der Express-LRS-Empfänger wird aktualisiert. Jetzt bin ich fertig. Ich kann das überprüfen, indem ich wieder warte, bis der WLAN-Modus da ist. Ich verbinde mich wieder mit dem Netzwerk. Und wie man jetzt sieht, habe ich jetzt die Version 2.5.1 drauf. Jetzt kann ich mich mit meiner Fernsteuerung verbinden. Um die Leitradio 3 Funke mit dem seriellen Express-LRS-Empfänger hier auf dem Board zu verbinden, gehe ich so vor, um den Empfänger im Bind-Modus zu versetzen, muss ich hier entweder dreimal den Akku reinstecken oder ich nehme einfach die USB-Verbindung und versorge das Board mit Strom. Einmal, zweimal und dreimal. Jetzt blinkt die LED hier immer in so einem Zweimal-Takt. Das ist der Bind-Modus. Jetzt kann ich die Fernsteuerung starten. Und zum Binden drücke ich hier auf den Bind-Knopf. Die LED blinkt und wenn die blau leuchtet, sind die beide verbunden und beide leuchten jetzt dauerhaft. Jetzt ist die Fernsteuerung mit dem Express-LRS-Empfänger verbunden. Wenn ich den Motorschalter einschalte, dann leuchtet hier die LED. Genauso kann man Express-LRS 3.0.1 auf dem Flugcontroller verwenden. Hier wählt man auch wieder Beta-FPV 2,4 GHz und das All-in-One 2400RX-Board. Ich kann den Empfänger auf dem All-in-One-Board auch direkt über Betaflight Path-Through aufspielen. So schließe ich das Board per USB an den Computer. Und jetzt kann ich das Board hier auswählen über die serielle Schnittstelle und kann sofort die Firmware erstellen und auf das Board übertragen. Das dauert ein paar Minuten. Die Datei wurde erfolgreich übertragen und ich kann es zum Beispiel jetzt über WLAN-Verbindung überprüfen. Verbinde mich über WLAN und hier sieht man schon, dass ich hier die Firmware 3.0.1 aufgespielt habe. Und das Schöne bei der Version 3.0.1 ist, dass ich selber hier mir eine Binding Phrase erstellen kann und die einfach draufspiele mit Save und Reboot. Somit kann ich jeder Express-LRS-Firmware hier auf dem 1S-Board verwenden. Genauso sollten eigentlich alle Flugcontroller aufgebaut sein, auf dem sich ein Express-LRS-Empfänger befindet. Also viel Spaß beim Fliegen!